Oh Gott, nee. Bin nicht müde. Musst du schlafen? Wir machen mal Wasser, oder? Was machst du denn da? Ich suche dieses Teil. Nee, guck mal da. So sieht das aus, wenn man so Teile sucht. Der Krüppel auf dem Boden. Ja, mit gebrochenem Bein muss man gucken, wie man es macht. Mit gebrochenem Bein. Na, das hoch mit dir, du alte Tripp. Du wird das nicht mit dem Sporttest. Das ist nicht. Ja. Gottes Willen. Setz dich doch einfach hin, was willst du denn ich jetzt? Ich wollte dir Wasser machen, aber ich finde dieses Ding nicht. Ich glaube, sie macht lieber kein Wasser. Ich dachte einfach nur, ich habe eine Entzündung. Obwohl es zwischendurch schon wirklich ziemlich doll wehgetan hat, aber. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Und ist das nochmal? Erst mit I und dann. Morgen. Morgen. Früh auf. Ja, wieso? Ist noch nicht 9? Dann leg ich wieder schlafen. Gefegt habe ich. Die Treppe draußen ein bisschen sauber gemacht, alle Räder rausgebracht. Hier drin noch ein bisschen sortiert. Jetzt mache ich Buchführung und dann geht's los. Dann geht der Laden auf sozusagen. Also ist ja schon offen, aber da kann ich erst so kommen. So, der erste Auftrag. Hollandrad irgendwie wieder gängig machen. Na, mal da nicht. Auf den Punkt gleich. So. Natürlich, solche Räder ist es sinnvoll, wenn die kommen, gleich aufzupumpen. Da weiß man am nächsten Tag, muss der Reifen gemacht werden oder nicht. Wenn ich jetzt das erste Loch pumpe, wie sechs erst morgen, beziehungsweise / Montag. Nun hat der Draht auch einige Zeit. Also wir müssen es nicht gleich und sofort machen. Aber ich mag ja Stammgäste hier nicht, also Dauerbesucher. So. Das mag ich nicht. Ich baue es jetzt trotzdem schon mal ein, das Vorderrad. Einfach auf Verdacht.
Das ist mir ja noch nie passiert. Aber die Achsmutter von der Gazelle, die ist einfach abgeschert. Die ist so verrostet, ja, dass sie einfach weggebrochen ist. Einfach weg. Zack. Beim Festziehen. Da steckt sie drin. Jetzt kann ich sie nur anrufen und sagen, abholen. So, bevor wir das jetzt kompliziert machen, machen wir das einfach so. Aber abgescherte Achse, nee, gehen wir noch nicht her. Meine Fresse. Ach ja. Bremszug. Da war ich stehen geblieben. Hier habe ich auch gebastelt, ja. Da habe ich mir eine Schraube gebaut, für die da reinpasst. Habe ich gut gemacht. Kann man ruhig mal machen, alles. Alles nicht so schlimm. Bleibt man in Übung. So. Halte das hier so ran. Zack, zack. Zug und kürze den Zug hier. An der Stelle. Unter der Schraube. Zack. Wir bei dir, du hast keine Vermietung mehr, Fahrräder. Doch, nein, ich vermiete oder verkaufe die Räder. Ah, aber da sind schon vermietet, deine Fahrräder. Ah, also, haben wir gesagt, du hast ja nicht mehr. Ich habe jetzt noch ein paar Kinderräder da zu vermieten. Aha. Aber also, große Fahrräder, so wie damals. So, hä? Die große Fahrräder, war, du hattest eine Vermietung. Die habe ich alle verkauft. Ah, ich mache jetzt nur noch die Räder, die ich verkaufe, wenn ich so eins fertig mache, zum... Das ist jetzt ein Kundenrad, aber okay. Eins warte ich mal zum Verkaufen, stelle ich raus, einmal entweder du kaufst den Preis oder Miete 8 Euro am Tag, mir okay. Egal. Okay, klar. Okay. Ne, nehmt ihr auch, was nehmt ihr 8, 9 Euro ja, am Tag? 8 Euro. 8 Euro. Ja. Hatte wir dieses Angebot, aber der schon vorbei, alle Fahrer sind weg, 20 Euro im Monat, aber da war für die Pandemie, so wegen die scheiße Virus. Ne? Ja, aber jetzt kommen sie alle, kommen sie bei mir. Du hast da so 20 Euro im Monat Fahrräder. Ich sag nein, auf keinen Fall. Ja, habe ich nicht, hat der da vorne. Aber wir, sowieso haben wir nicht mehr. Aber ja. Was der da nur hat, schön. Ja, musst du wegmachen, Mann. Jetzt kommen die alle. Hallo. Wir kommen alle, ja. Wollen jetzt die Räder. Mann, habe ich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Platter Reifen, sagt er, aber Ventil ist offen. Jetzt weiß ich nicht, hat er das nur vergessen zuzuschrauben oder ist der Reifen wirklich... Ah, der ist wirklich durch. Oh, der Reifen ist auch durch. Ach, Mann, hier. Da. Den kann man nicht mehr nehmen. So leid mir tut, aber das hier ist mit Hochdruckreifen, so was der nun mal ist. Ich fahre aber. Also. Das ist eine Katastrophe, das Ganze poltert und rattert und macht die Zügel, ist durch. Das Lager ist durch. Jetzt hört man, ein Achter ist drin. Das, da, guck mal. Die Kette, Antrieb ist durch. Furchtbar. Komm, heil mit anhören. Neue Decke hat er jetzt.
Moin. Do you have an available bike for today? Fertig. Der Auftrag für heute, Felgenbruch. Entschuldigung. Ja. Ja. Ist das mit kein ohne Gänge? Ich glaube, das ist mit Gänge, drei Gänge oder so. Na, schaut mal, warum ist der gute Mann hier? Felgenbruch. Da. Weggesplabbert. Der Schlauch ist auch hin. Ich baue das jetzt aus, bereite das vor, sozusagen. Kette ritzelt auch. Schlauch kommt neu, Reifen kommt neu, Reifen kommt nicht neu, Reifen wird noch abgebaut. Den hole ich jetzt noch runter.
Jetzt mal schick den Rahmen draußen. Fuß, komm her. Das ist nicht gut, weißt du, das geht auch los. Okay, der Rahmen ist entfettet und sauer, der ist richtig schnieke. Schön toll. Jetzt fangen wir an, den neu aufzubauen. Beziehungsweise nicht jetzt, aber jetzt könnte man anfangen, den neu aufzubauen. Hier, ja, das stinkt, weil es stinkt. Riecht mal sofort. Nicht der Kippel. Was?
der Rauchhaus halt. Das riecht das. Nein, ich riech das. Das riecht hier oder was? Ob die stinken? Nein, die riechen nein. Nicht nach Rauchhaus. Wo steht denn die Größe? 40. Sag die. Ich weiß nicht, ob es so weit passt. So. Ja. Und du? Ist das bescheuert oder was? Die Boxen alleine schon, ey. Nein, wir wissen nicht die Boxen. Niemals, Alter. Was soll denn das sein, BAD? Das ist über 100 für die Boxen. Ja, nicht bei mir. Verkauf deinen Angel. Ich bin den Kunde gerade. Der ist ein Nerv. Das ist ein Nerv. Logisch ist ein Nerv. Ich bin 40. Nee, auf keinen Fall. Nee, okay. Das ist doch viel zu viel. Das ist viel zu viel, Digga. Alter, das ist ja mehr. Eine Box 140 Euro. Das ist doch Quatsch. Nee, ist nicht. Zu spinnen. Doch. Niemals. Doch. Also Maximum für alle Mitarbeiter ist 30 Euro. Maximal. Mehr nicht. Wenn du mehr willst, musst du es mitnehmen. Willst du nicht haben. Das ist viel. Das ist bezahlt worden. Guck dir doch mal an. Was soll ich denn damit? Verbrauchst du dann verbrauchst eine Box in Honig, oder? Okay, ja, mindestens. Was er sagt, eh ne Kosten. Das ist 160. Ja. Schwachsinn. Beide Sachen sind schon zu teuer. Ja. Ja, die besten. Die Superware, warte gleich. Die besten. Nein. Das macht er hast du ein Telefon jetzt hier unten, ja? Ein Telefon? Hallo? Das war oben. Der Kollege oben meinte, ich kann mich nicht umgucken. Jo, links. Cool. Ja, bitte, was haben wir Zeit? Jo, ich würde gerne ein Rennrad kaufen. Ja, bitte, gerne. Leg mal hier auf den Tisch. Ja. Verkaufen Sie ein Reparaturset für einen Schlauch zu reparieren? Oh mein Gott. Ja. Super. Kostet 4 Euro. Das kann ich mir leisten. Nee, deswegen. Ja, bitte. Hallo, ich war hier vorher mit dem hinteren Rad. Mit dem hinteren Rad? Habe ich das gerade am Wickeln oder bist du schon fertig? Ich weiß gar nicht, hast du viele hintere Räder? Warst du das? Warst du das? Ja, es sind zu viele hier. Mhm. Okay, das ist bereit? Schon fertig. Da, Kindel wollte mal gucken, genau. Dann hol ich mal den Kindel. Kasten. Mann, Leon, ist das alt! Ja. Eben. Na, wenn du da nicht hast, ist schlecht. Ja. So. Oder die ist natürlich. Die ist ziemlich gut. Schwer. Nein, das ist ein Trigger mit Zauber. Richtig geil. Das ist ja noch gut. Hier, ein schon fast elektronisch. Ein genial, oder? Das ist ein Trigger mit Zauber. Ja, das ist ja. Na du? Kennst du Männer mit Bärten? Kennst du sowas? Der Opa hat so einen Bart, ha? Mach mal ganz. Mach meine Kinder mal. Hier immer verrottete, eingerottete Gabeln, eingerottete Tretlager. Sowas muss man immer retten.
Immer Tommy. Tommy, mach mal. Tommy. Tommy, kannst du mal. Und Tommy macht. Und Tommy kann. Hast du nicht in die Schoko-Stecker, halt die Dolan raus, hin nochmal aus dem Stecker und einzeln die Wand gesteckt. Beim ersten ging es doch, beim zweiten ist die Sicherung rausgeflogen. Läuft. Alles gut, alles schick, läuft. Strom. Komm. Ja. Was? Na. So. Das ist aber ein Klumpen weg. Ja, ich habe eigentlich vorhin Stefan angerufen, der auch mit dem Arbeiter macht. Ja. Feierabend. So. Jetzt, wir sehen uns morgen wieder. Macht den Tut. Bis dann. Ciao.